Liebe Leute, es geht heute weiter mit einer weiteren tollen Schicht. Herzlich willkommen zurück zu unserem Police Simulator. Was haben wir denn Schönes? Wir brauchen jetzt noch 300 und ein paar Zerquetschte, um einen weiteren Stern zu bekommen. Das heißt wahrscheinlich, wenn wir heute mal hier ein bisschen was machen. Zurück, Downtown. Schicht beginnen. Aha. Ich hab's verlassen. Was haben wir denn hier für Dinge? Melde Raser mit der Radarpistole. Okay, machen wir wieder mal ein bisschen Raser am kontrollieren. Ich muss jetzt gerade gucken. Jetzt bin ich wieder in der tollen Polizeiwache, wo ich hier nicht rausfinde. Moment, ich muss gerade checken. Aber ich glaube, das ist hier. Ja, genau. Officer, wir haben Beschwerden über Raser erhalten. Könnten Sie besonders darauf achten? Verstanden. Wir haben gar kein Auto hier, ne? Ja gut, das ist auch eine Polizeiwache. Es ist eine Dingskontrolle. Eine Fußstreife. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir hier irgendwo eine Straße finden, wo wir uns hinstellen können. Dass wir jetzt nicht unbedingt noch hier von der Ampel stehen. So, machen wir doch mal. Kennzeichen ist nicht lesbar. Ah, geil. Mal kurz gucken. Wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir die Straße finden, wo jetzt keine Ampel in der Nähe ist eigentlich. Ja. Melden! Der ist auf jeden Fall schon mal gemeldet, der Kollege. Was ist mit dir los? Schieß ein bisschen in die falsche Richtung, mein Freund. Falsche Richtung. Ja, komm, lass mal den jetzt hier mal stehen, Leute. Check mal den mal einfach nur ab. Und du stehst ein bisschen falsch auf den... Alter! Den roten hätte ich gerne, den grauen hätte ich gerne gehabt. Du stehst ein bisschen in der falschen Richtung, Kollege, weißt du das? Sag mal, warum steht denn der da hinten eigentlich auf dem Bürgersteig mal so nebenbei? Dann werden wir das mal glatt durchchecken. Strafzettel, Position falsch steht auf dem Bürgersteig. Du stehst mit so einem Bürgersteig, Kollege, ja? Kriegst du den rausgezogen? Fragezeichen? Ich lasse den mal abschleppen hier. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Ja, geil. Wir kümmern uns innerhalb der nächsten 24 Stunden darum. Moment. Stopp mal. Ich halte Sie fest, weil Sie unerlaubt die Straße überquert haben. Ja, Officer, es tut mir leid. So, dafür wirst du einen Straf bekommen. Unerlaubte Straßenüberquerung kriegst du eine mündliche Warnung. Ich werde Sie diesmal nur mündlich verwarnen. Vielen Dank, Officer. Ja, aber ich werde dich trotzdem... Machen wir mal einen Personalausweis. Ich möchte gerne Ihren Ausweis sehen, bitte. Ja, natürlich, Officer. Vielleicht kriegst du doch noch was. Warte mal, gucken wir nach. Ja, ist aber okay. So. Gut. Dann laufen. Alles tschüss. In Ordnung. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Weiterfahren vor allen Dingen. Okay, das ist jetzt, wenn die Ampel rot ist. Ich brauche eine Ampel, weil ich schon keine Ampel ist. Ich brauche mal... Lecko, Mio, jetzt... Ja, du hast auch. Okay, steht da einer. Ist viel zu viele Ampeln. Ich kann die nicht wirklich kontrollieren. Ich brauche einen Ort, wo ich mal wirklich ein bisschen mehr kontrollieren kann. Es sind echt viel zu viele Ampeln. Warum? Ich darf hier nicht ran. Okay.
sie war mir gefühlt ein bisschen zu schnell unterwegs. Ist keine vernünftige Straße mal ohne irgendeine Verkehrsampel? Sag mal, warum steht der eigentlich hier, parkt hier? Kannst du die parken hier alle? Richtung. Da kriegen wir mal was mal so. Ist das so richtig, als wenn ich den Scheiß, weil ich wieder ran darf? Bist du den Wort mal auf? Ich weiß gar nicht, ob hier 25 ist überhaupt, aber meistens ja, sagt er ja. Wir müssen jetzt, glaube ich, ein bisschen Zeit gut machen. Beziehungsweise EPF farmen. Hiya! Hi! Ah ja, das ist gerade ein bisschen einschränkend. Ich muss jetzt gerade gucken, dass ich mal... Räume. Wo ist der Notfall? Wo ist der Notfall? Hier? Wo ist denn der? Ist so downtown. Hä? Ich muss zugeben, dass ich jetzt gerade keinen Unfall gesehen habe. Warte gucken. Sorry, Downtown. Hier war ein Unfall, hat er gesagt. Gut, irgendwie war gerade keine Ahnung, warum jetzt wer jetzt hier einen Unfall anzeigt. Eigentlich sieht zumindest auf den ersten Blick nichts aus, als wäre da irgendwas. Ich würde mich eigentlich gerade ein bisschen Raserdelikt. Ja, es muss hier also hier in der Nähe sein irgendwo. Warte mal. Ist das jetzt? Nö, scheinbar nicht. Keine Ahnung, warum, was der so sagt. Oh ja, warte mal. Die Lieferwagen habe ich jetzt nicht mehr gekriegt, schade. Also 35 ist hier erlaubt. Ich fühle es ja gerade aber auch über Rot, ne? So. Der steht auf jeden Fall erstmal auf dem...
Scheinbar hier gibt es immer Punkte, wo du echt Raser kriegen kannst. Aber hier gerade kommt auch gerade nichts. Warum parkt ihr eigentlich hier immer? Jetzt mal weiterfahren hier. Den haben wir erwischt. Mit 47 sogar. Der scheint mal was fix zu sein, aber ist in Ordnung. So. 35. Also den könnte ich jetzt anhalten können, sagen wir mal, ja, Motor zu laut, kriegt den noch, ich krieg den nicht mehr angehalten, ne? Der bleibt wahrscheinlich, der wird wahrscheinlich stehen bleiben. Das werde ich auf jeden Fall tun, weil der soll mal stehen bleiben. Der hört sich nämlich arschlaut an, der Wagen. Warten Sie hier. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Ich will eigentlich mit Ihnen. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Kann ich die nicht rausnehmen? Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Ich kann die aber nicht ansprechen. Ich würde die gerne ansprechen, weil die Karre von der zu laut ist. Naja, machen wir erstmal den Verkehrsunfall da vorne. Komm. Ist jetzt ein bisschen wichtiger als eine Frau. Uiuiui. Auf jeden Fall erstmal. Nee, weißt du, was wir machen erstmal? Krankenwagen anrufen. Verletzte Person, RTW erbeten. So, da wird mit euch erstmal geholfen. Und wir werden auf jeden Fall erstmal ein. Ich hätte gerne Ihren Ausweis und, wenn möglich, die Fahrzeugversicherung, bitte. Natürlich, Officer, bitteschön. So. Ausweis ist abgelaufen. Den kriegst du auf jeden Fall erstmal Strafe für. Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Zu viel, meiner Meinung nach. So, so, dann machen wir mal. Die Fotokamera. Okay, was ist passiert? Hören Sie mich? Ich habe Schmerzen, aber nur leichte. Glück gehabt. Okay, super. Sie müssen zum Krankenwagen, wo wir Sie weiter untersuchen werden. Können Sie alleine gehen? Ja, das geht. Ich gehe zum Krankenwagen.
Ihre Schicht ist um, Officer. Ja. Mal die Fotos. Okay, was ist passiert? Hören Sie mich? Ich habe Schmerzen, aber nur leichte Glück gehabt. Okay, super. Sie müssen zum Krankenwagen, wo wir Sie weiter untersuchen werden. Können Sie alleine gehen? Ja, es geht. Ich gehe zum Krankenwagen. So, Ansprechpartner, was haben wir denn hier? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal wieder den Kopf freikriegen. So, du wirst auf jeden Fall erstmal eine Führerschein und Versicherungskarte, bitte. Ja, natürlich, Officer. Ich weiß, dass meine Geschichte wieder um ist. Aber egal, wir haben jetzt was zu tun. Was haben wir denn hier? Okay, passt vom Namen her. Aber wir hatten mal Versicherung. Die Versicherung muss ich kennen. Führerschein und, wenn möglich, die Fahrzeugversicherung. Bei dem anderen war auf jeden Fall ja, mal was abgelaufen. Officer. Das machen wir auch gleich noch. Nee, passt. Dann schauen wir mal. Können Sie mich hören? Du hast immer noch geschockt. Mir geht's aber gut. Der Schock ist größer als der Schmerz. Schaffen Fahrer? Sie es allein zum Rettungswagen? Wir müssen uns das näher anschauen. Was war bei dir abgelaufen jetzt? Das kriege ich hin, denke ich. Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Irgendwas war bestimmt abgelaufen bei dir. Okay, das heißt, du hast auf jeden Fall abgelaufen Führerschein, kein Versicherungsschutz. Verschuss bestrafen. Fahrer. Kriegst auf jeden Fall mal einen Strafzettel. Das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. So, Verschuss bestrafen. Fahrer, kein Versicherungsschutz. Noch ein Strafzettel hinterher. Das gibt einen Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. So viel Geld habe ich nicht. Ist mir scheißegal. So. Alkoholtest. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Nee, das ist so, dann haben wir ein Problem. Was haben wir denn? 0-0, alles klar. Führer, hast du einen Drogentest noch hinterher? Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Amphetamin. So. Handschellen anlegen. Betäubungsmittel, Amphetamin. Sie sind wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verhaftet. Bitte kooperieren Sie. Bitte, nein! Doch. So, Verschuss bestrafen, Fahrer, fahren. So. Alles klar, hier ist Ihr Unfallbericht. Da fehlen doch so einige Informationen, aber gut. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an Ihren aktuellen Standort geschickt. Tschüss. So, moin. Machen wir mal einen Alkoholtest. In Ordnung. Ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Ja, Bericht ist ausführlich. Ich muss mal testen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Amphetamin? So, damit hast du klar. Sie sind wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln festgenommen. Bitte gehen Sie auf die Leute für Leute? Nein, bitte nicht, Officer. So. Ich brauche Verstärkung, um eine Person festzunehmen. Verstanden. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an Ihren Standort. So, dann suchen wir mal schnell auf die Autos.
Ja, ich stecke den Kopf ein bisschen durch. Keine Gegenstände. Und meine muss eher abgeschleppt werden. Keine Gegenstände. Tatsächlich suchen noch schnell. Dauert nochmal schnell. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Kürze eintreffen. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Negativ. Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Wir schicken so schnell wie möglich einen raus. Das ist eine scheiß Einbahnstraße, herzhaft. So, jetzt rollt der. Ich hab das der Abschleppwagen jetzt. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Klar, wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. Ich hab das aber alles, oder? Aber eigentlich müsste ich alles haben. Wenn der scheiß Gefangenentransport mal endlich unterwegs weiterfahren würde, wäre das kein Problem. Dann könnte man nämlich die Moin. Ist egal. Also wenn der jetzt unbedingt war. Ja. Komm, wir machen zurück zum. Machen zurück zu heutigen. Wenn der scheiß Gefangenentransport weitermachen würde, könnten wir auch die Unfallstelle räumen. Na gut, machen wir trotzdem einen kleinen Break. Ja, machen wir heute Feierabend. Und
und dann... Ihre Schicht ist bereits seit einer Weile um. Ja, ja, ich bin unterwegs. Zur Wache zurück. Ich bin doch schon dick. Bin doch schon unterwegs. Das war jetzt quasi direkt zur Wache zurück machen. Und dann machen wir Feierabend für heute. Ja, das sind halt bestimmte Sachen, wo man immer noch ein Problem hat, immer noch so ein Rumwagen. Wie gesagt, dieser scheiß Gefangenentransport, der rumsteht. Warum auch immer. Weil wenn der nicht da stehen würde, könnte man nämlich die Unfallstelle räumen. Und das ist halt nicht das erste Mal, dass passiert ist. Warte mal, ich guck gerade, hier, doch, oder hier geht's lang. Wir sind nämlich schon da. Wir müssen nämlich hier hin. Gerade wegen dem Haupteingang, dass wir hier weiter können. Ja, dass wir hier reinkommen. Hier ist mein PC. So, setzen wir uns hin. Frank Miller lockt sich jetzt wieder mein PC ein. Und dann geht's Feierabend. In den Feierabend natürlich, Entschuldigung. Oh ja. Wir haben einen neuen Stadtteil, oder? Das hat einen Zivilfallstadt. Ein schwerer Unfall. Noteinsatz. Aber wir haben leider noch keinen neuen Stadtteil insgesamt. Es gibt nur die. Gibt es echt nur die 4? 5? 1, 2, 3, 4, 5? Echt nur 5 Dings? Oder sagt er mir, ach so, oder muss ich, nee, ich muss glaube ich 16 erst, 5 von 16. Nochmal. Ja gut, kann sein, dass wir erst nur ein bisschen, dass wir noch nicht alles machen können. Wir haben jetzt 5 Teile. Warte mal, Städteinformationen. Ach so, das ist das, was wir machen müssen. Wir haben jetzt noch den Noteinsatz, den schweren Unfall, genau. Dann haben wir noch die Ausrüstung, Taschenlampe, Notlichter. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3 Teilen. Straßenabsperrung. Ausrüstung, Pylonen, ja. Okay. Und dann kriegen wir vielleicht sogar einen neuen Stadtteil. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit unserem... Dann gucken wir mal, ob wir einen schweren Unfall aufklären können.